Hallo und willkommen zum Herzzyklus. Es geht um Systole und Diastole. Kurze Wiederholung. Das Herz arbeitet als Drucksaugpumpe. Es wird mit der Herzfrequenz jeweils das Schlagvolumen an Blut in die Gefäße in den Körper gepumpt. Der elektrische Reiz für die Muskelkontraktion wird in spezialisierten Schrittmacherzellen des Herzens eigenständig erzeugt, beispielsweise im Sinusknoten. Folge: Ein Aktionspotenzial wird koordiniert an alle Herzmuskelzellen weitergegeben und diese sind untereinander über Gap Junctions verbunden. Es kommt dann zur Bewegung der Myofilamente, die Filamentgleittheorie, Aktin und Myosin verschieben sich. Es kommt zur Kontraktion des Myokards. Das Ganze mit einer Frequenz etwa von 60 bis 80 Schlägen pro Minute. Wir sehen hier das primäre Zentrum, den Chef im Ring, das ist der Sinusknoten. Dann läuft die Erregung über die Vorhöfe weiter zum AV-Knoten und läuft hier dann weiter über das Hissche Bündel, die Tavara-Schenkel und letztlich die Purkinje-Fasern, die fehlen hier, bis zum Arbeitsmyokard. Das Ganze sehen wir auch in der Abbildung hier nebendran. Wir starten hier oben beim Sinusknoten. Die Erregung läuft über die Vorhöfe zum AV-Knoten und wird umgeschaltet dann auf das Hissche Bündel, die Tavara-Schenkel, die Purkinje-Fasern und letztlich dann auf die Arbeitsmuskulatur. Vorhöfe und die Kammern sind elektrisch voneinander getrennt. Das heißt, die Umschaltung von Vorhof auf Kammer erfolgt nur über den AV-Knoten. Schauen wir uns schon kurz einmal das EKG an. Wir sehen die P-Welle. Das ist die Erregung der Vorhöfe. Dann dauert es ein bisschen, bis das Ganze am AV-Knoten ankommt. Und jetzt kommt es dann zur Kontraktion der Kammern. Das ist QRS. Und am Schluss nochmal die T-Welle, das ist die Rückbildungswelle der Kammern. Näheres dazu werden wir uns beim EKG anschauen müssen. Hier das Ganze nochmal im Überblick. Wir starten mit der P-Welle, das ist die Erregungsausbreitung in den Vorhöfen. Das Signal kommt, wie wir es eben gesagt hatten, vom Sinusknoten. Die Erregung läuft dann weiter auf den AV-Knoten und jetzt kommt es dann zur Erregungsausbreitung in den Ventrikeln, also in den Kammern. Das ist der QRS-Komplex. Und am Schluss steht dann die T-Welle, das ist die Erregungsrückbildung in den Ventrikeln. Schauen wir uns die Aktionsphasen des Herzens an, den Herzzyklus. Für die Kammern gibt es vier Phasen, und zwar zwei Phasen der Systole, der Kontraktion, also der pumpenden Phase, und zwei Phasen für die Diastole, der Entspannung oder der saugenden Phase. Diese vier Phasen dauern zusammen etwa eine Sekunde, sodass wir dann auf eine Herzfrequenz von etwa 60 bis 80 Schlägen pro Minute kommen. Es ist jetzt so, dass die Vorhöfe von oben nach unten kontrahieren. Hier haben wir den Vorhof. Der Vorhof muss ja die Flüssigkeit, das Blut in die Kammer drücken letztlich. Und umgekehrt, die Kammern kontrahieren von unten nach oben. Die müssen ja dann das Blut in die Arterien hineindrücken. Die Klappen haben wir schon besprochen. Diese arbeiten als Rückschlagventile. Und es gibt ja die sogenannte Klappenebene, also so der Schnitt ungefähr hier durch. Schauen wir uns das Ganze kurz an, den Zyklus. Wir starten hier oben, die Kammern sind gefüllt und jetzt hat unser Sinusknoten das Aktionspotenzial ausgelöst. Die Vorhöfe kontrahieren. Das heißt, es wird etwa 10 bis 15% des Volumens nochmal in die Kammern hineingedrückt. Dann verschließen sich die Klappen alle
Und das ist das, was wir als ersten Herzton hören, ist also der Verschluss der Segelklappen. Das ist der Muskelanspannungston. Also jetzt kommt es zur Anspannung der Kammermuskulatur. Und das Ganze läuft im ersten Schritt, wie wir es hier sehen, isovolumetrisch. Also eine isovolumetrische Kontraktion, das Volumen bleibt gleich, es wird Druck aufgebaut. Im nächsten Schritt ist der Druck so groß, dass das Blut in die Arterien hineingepresst werden kann. Das heißt, es öffnen sich die Taschenklappen. Die Kammer presst das Blut in die Arterien hinein. Irgendwann sinkt der Druck dann in der Kammer, dann schließen sich nochmal die Klappen, die Taschenklappen. Also eben ging es beim ersten Herzton um die Segelklappen, das sind diese hier. Und jetzt geht es um die Taschenklappen, die sich schließen. Dann muss die Kammer wieder gefüllt werden. Das Ganze passiert passiv durch den Venendruck. Das heißt, hier haben wir die obere Hohlvene und die untere Hohlvene, die das Blut zum Herzen zurückführen. Und dadurch wird der Vorhof gefüllt. Das Ganze wird dann in die Kammer hineingegeben und im letzten Schritt, um die Füllung der Kammer zu vervollständigen, kommt es zur Vorhofkontraktion. Und da sind wir da, wo wir gestartet sind. Das Ganze beginnt dann wieder von vorne. Der Druck wird aufgebaut in der Kammer, isovolumetrisch. Damit verschließen sich dann die Segelklappen. Dann wird das Blut aus der Kammer herausgetrieben. Das ist dann die Ejektion. Dann irgendwann ist der Druck in der Kammer wieder kleiner als in den Arterien. Es verschließen sich die Taschenklappen. Das ist dann der zweite Herzton, den wir hören können. Das ist Dub. Der erste Herzton ist das Lub. Er ist ein bisschen dumpfer und länger. Der zweite Herzton ist ein bisschen heller und kürzer. Und es werden dann wieder die Kammern gefüllt. Etwa 80% passive Füllung. Und dann wird durch die Kontraktion der Vorhofmuskulatur das Ganze nochmal um etwa 15% erhöht. Schauen wir uns die Schritte im Einzelnen an. Der Sinusknoten hat sich entladen, die Vorhöfe haben sich am Ende der Kammerdiastole kontrahiert. Das heißt, sie haben nochmal so etwa 15% des Volumens in die Kammer gepresst. Das Ganze sehen wir, die Kontraktion der Vorhöfe in Form der P-Welle im EKG. Dann beginnt die Systole mit den vier Phasen, mit den zwei Phasen, Entschuldigung. Das heißt, wir haben die Muskelkontraktion und das in zwei Phasen. Zum einen die Anspannungsphase, die isometrische oder isovolumetrische Anspannung. Das heißt, das Volumen bleibt gleich, es wird Druck aufgebaut. Und in der zweiten Phase kommt es dann zum Auswurf des Blutes. Jetzt nochmal zur ersten Phase. Es wird Druck aufgebaut, dabei verschließen sich die Segelklappen, das was wir hier sehen. Die waren ja vorher offen, die Kammer wurde gefüllt, jetzt verschließen sich die Klappen. Und das ist das, was wir als ersten Herzton hören. Das heißt, jetzt sind alle Klappen zu. Die Erregung der Kammermuskulatur sehen wir als QRS-Komplex. Das ist die Erregungsausbreitung in den Kammern oder Ventrikeln. Also es kommt zur isovolumetrischen Anspannung, der Druck steigt, alle Klappen sind zu. Dann die Phase 2 ist die Verkürzung der Muskulatur. Das heißt, wird das Blut ausgetrieben, zum einen in die Aorta, das was wir hier sehen, rötlich. Der Druck ist etwa 80 mm Quecksilber und zum anderen in die Lungenarterie, also hier das blaue Gefäß, sauerstoffarmes Blut wird in die Lungenarterie gedrückt. Und hier beträgt der Druck etwa 10 mm Quecksilber. Das heißt, wir haben ja ein Niederdruckgefäß.
Der Druck beträgt maximal dann, das sind jetzt die Normalwerte, in der Aorta die 120 mm Quecksilber, in der Pulmonalarterie die 25 mm Quecksilber. Der Reiz gelangt also zum Arbeitsmyokard über die Purkinjefasern und die Arbeitsmuskulatur kontrahiert von unten nach oben. Das ist das, was wir hier sehen. Damit wird auch die Klappenebene des Septum nach oben gezogen. Und unterstützt wird das Auswerfen des Bluts zudem noch durch eine leichte Drehung des Herzens. Also so in etwa, es wird ein Lappen ausgebringt. Das jetzt also nochmal die Auswurfphase. Die AV-Klappen sind zu und es öffnen sich die Taschenklappen zu den Arterien. Also rechts ist es dann die Arteria pulmonalis, sauerstoffarmes Blut. Und im linken Herzen ist es die Aorta, die Hauptschlagader. Was wir auch hier nochmal sehen, ist dann im EKG unser QRS. Und jetzt geht es weiter hier Richtung Erschlaffung der Muskulatur in den Kammern. Das wäre dann die Systole in den Ventrikeln nochmal. Eine Muskelkontraktion. Die linke Kammer wirft etwa 80 Milliliter in die Aorta aus. Es verbleiben ca. 40 Milliliter als Restvolumen. Das heißt, insgesamt waren im Ventrikel 120 Milliliter. Auch hier eine Eselsbrücke, das 120 zu 80, was wir uns merken können. Das waren ja die Blutdruckwerte, wie sie idealerweise sein sollten. Hier geht es um die 120 Milliliter des Füllungsvolumen und die 80 Milliliter des Ejektionsvolumen. Das heißt, es gibt dann eine Ejektionsfraktion von in der Ruhe 0,67, also ca. 67%. Und das Schlagvolumen sollte über 55% des Füllungsvolumens liegen, also über 0,55. Wenn wir ein stark erhöhtes Restvolumen haben, heißt das, wir haben eine ausgeprägte Dilatation der Ventrikel. Das könnte auf eine Herzinsuffizienz und damit einen erhöhten Sauerstoffverbrauch des Herzmuskels hindeuten. Der Kammerdruck sinkt nun irgendwann unter den Aorten- und Pulmonalarteriendruck. Damit gehen die Taschenklappen wieder zu. Das ist der zweite Herzton. Es werden zudem die Vorhöfe gefüllt. Der rechte Vorhof aus den Hohlvenen, obere und untere Hohlvene. Der linke Vorhof aus den Lungenvenen. Und das passiert zum einen passiv, hatten wir eben schon erwähnt. Das ist die sogenannte Vorlast, die Vorfüllung. Die Füllung durch den Venendruck, also den Druck im Venensystem. Und unterstützt wird das Ganze durch die Senkung der Ventilebene. Das heißt, das Ganze wird Richtung Herzspitze gesenkt und damit entsteht ein Unterdruck, ein Sog Richtung Herz aus dem Venensystem heraus. Das kommt zu verstärktem Rückstrom aus den Venen zum Herz. Dadurch wird dann die Füllung der Vorhöfe unterstützt. Also zusammengefasst noch einmal, die Systole bedeutet, die Kammern werden geleert und die Vorhöfe füllen sich. Kommen wir nun zur Phase 2 der Diastole, also der Entspannungsphase. Auch hier haben wir zwei Phasen, Phase 3 die Entspannungsphase und Phase 4 dann die Füllungsphase. Schauen wir uns die Phase 3 an. Die Entspannungsphase der Ventrikel. Die Vorhöfe haben sich wieder gefüllt, das hatten wir eben besprochen. Ganz wichtig, die Saugwirkung durch Senkung der Klappenebene. Und es kommt dann zur Erregungsrückbildung in den Ventrikeln, also die T-Welle im EKG. Das ist das, was wir hier sehen. Der Innendruck in den Kammern sinkt, die Taschenklappen sind verschlossen. Und zwar alle Klappen, Herzklappen sind geschlossen. Das heißt, das Volumen im Ventrikel ändert sich nicht. Wir haben also erneut nochmal eine isovolumetrische Phase, also eine Phase ohne Volumenänderung. Dann die Phase 4, die Füllungsphase.
Wenn der Druck in den Ventrikeln unter den Vorhofdruck sinkt, öffnen sich die Segelklappen. Das ist das, was wir hier sehen. Das heißt, das Blut strömt dann passiv durch den Druck, der aus den Venen kommt. Wir sehen hier nochmal die obere und die untere Hohlvene, beziehungsweise hier dann die Lungenvenen, die den rechten und den linken Vorhof füllen. Das Ganze passiert passiv. Das ist eine schnelle Füllung, etwa 80% innerhalb des ersten Drittels der Füllungsphase. Dann verlangsamt sich die Füllung und am Ende kommt die Vorhofkontraktion, das was wir hier sehen, dazu. Das heißt, jetzt hat unser Sinusknoten wieder sein Aktionspotenzial ausgelöst. Das Ganze läuft über die Vorhöfe zum AV-Knoten, die Vorhöfe kontrahieren. Und das bringt nochmal so etwa 10-15% der Kammerfüllung. Das Ganze wird wichtig, also die Vorhofkontraktion bei erhöhter Herzfrequenz. Denn dann ist der Herzzyklus insgesamt verkürzt, die Diastole ist verkürzt und da wird die Vorhofkontraktion wichtiger. Dann kann der Beitrag zur Kammerfüllung bis zu 40% betragen. Der passive Blutstrom in die Kammern ist also bedingt durch die Elastizität des Herzens und durch die Entspannung der Muskulatur. Also nur ein in der Diastole vollständig entspanntes Herz wird gefüllt, gut gefüllt. Das heißt, da werden rechte und linke Kammer gefüllt. Probleme bekommen wir also, wenn wir Probleme mit der Elastizität haben. Das ist der Fall beim Herzremodeling. Beispielsweise bei der Herzinsuffizienz, Verlust an Elastizität oder wenn wir Probleme mit der Entspannung der Muskulatur haben. Und das ist der Fall, wenn der Druck zu hoch ist. Wenn die Erregung aus den Vorhöfen dann die Ventrikel erreicht, beginnt die Systole wieder von vorne. Also der Sinusknoten hat sich entladen, die Vorhöfe haben sich kontrahiert. Das war die P-Welle im EKG. Dann läuft das über den AV-Knoten und die Kammern werden erregt. Das ist das QRS, der QRS-Komplex. Noch einmal die beiden Herztöne. Das ist das Schließen der Klappen, das Schließen der Türen, das man hören kann. Der erste Herzton ist der Schluss der Segelklappe. Ein bisschen dumpfer, das Loop. Und der zweite Herzton, das ist der Verschluss der Taschenklappen. Etwas heller und kürzer, Dup. Bei Kindern gibt es einen dritten und vierten Herzton, bei Erwachsenen sind die beiden jedoch pathologisch. Der dritte Ton ist bedingt durch den frühdiastolischen Bluteinstrom, der vierte Ton durch die Vorhofkontraktion. Schauen wir uns nun die einzelnen Phasen des Herzzyklus noch einmal etwas näher an. Also wir starten mit der Systole der Vorhöfe. Also die atriale Systole. Ausgangspunkt war unser Sinusknoten. Dieser löst das Aktionspotenzial aus. Der Reiz läuft über die Vorhöfe zum AV-Knoten. Und dabei werden die Vorhöfe kontrahiert. Das heißt, die schieben letztmalig nochmal Volumen in die Kammern hinein. Die Kammern werden in der Regel oder zum größten Teil passiv gefüllt. Durch den Druck, der in den Venen herrscht. Hier sehen wir das Ganze als Abbildung, das heißt offen sind unsere Segelklappen. Die Taschenklappen Richtung der arteriellen Gefäße sind zu. Wir sehen auch hier die Kontraktion der Vorhöfe nochmal, das war die P-Welle. Dann die nächste Phase, das war der Druckaufbau in den Kammern, das Ganze isovolumetrisch, das heißt das Volumen bleibt, aber es wird Druck aufgebaut. Es schließen sich damit auch die Klappen, die Segelklappen, hier und hier. Das ist das, was wir als ersten Herzton dann hören können. Und es wird weiter Druck aufgebaut und irgendwann öffnen sich dann die Taschenklappen.
Also das Blut wird dann gegen den Druck in den Arterien, das ist zum einen hier in Rot die Aorta und zum anderen die Lungenarterien, ausgeworfen. Das wäre dann die nächste Phase, die ventrikuläre Ejektion, also das Auswerfen aus den Kammern in die große Aorta, also die große Körperschlagader, und zum anderen in die Lungenarterien. Das sehen wir hier. In dem Fall sind die Taschenklappen offen und die Segelklappen sind geschlossen. Das Herz, die Arbeitsmuskulatur zieht sich zusammen. Dadurch wird gleichzeitig die Klappenebene ein bisschen nach oben gezogen. Und was man hier jetzt nicht sieht, das Herz dreht sich so ein bisschen. Also wie ein Lappen wird ausgedreht. Dann kommt die nächste Phase. Die isovolumetrische Kontraktion, das heißt, alle Klappen sind wieder geschlossen. Das Volumen bleibt gleich. Das ist das, was man hier dann auch sieht. Alle Klappen sind zu. In dem nächsten Schritt kommt es dann zur Füllung der Ventrikel. Das heißt, der Druck in den Kammern ist kleiner als in den Vorhöfen. Damit öffnen sich die Segelklappen, das was man hier sieht. Und das Blut strömt passiv in die Kammern. Ursache ist der Druck der Venen. Hier beispielsweise nochmal die obere Hohlvene, Hohlvene gleich Vena cava, und die untere Hohlvene, die dem Herzen das Blut wieder zuführt und das Blut jetzt durch den Vorhof in die Kammer drückt. Und im letzten Schritt erfolgt dann wieder Auslösen des Aktionspotentials vom Sinusknoten her, die Kontraktion der Vorhöfe, die nochmal etwa 15% in die Kammer hineindrücken. Und dann beginnt der Vorgang wieder von vorne. Schauen wir uns das Ganze dann im Lauf nochmal etwas näher an. Ich werde jetzt nicht mehr allzu viel dazu sagen. Beobachten Sie vor allem auch, wie sich das Herz verkürzt und verlängert und damit die Sogwirkung in die Vorhöfe bzw. in die Kammern hinein auch verstärkt wird. Beobachten Sie auch das EKG. Die P-Welle, Kontraktion der Vorhöfe, dann kommt es zur Kontraktion der Kammern und letztlich dann zur Rückbildung der Erregung im Herzmuskelbereich. Das war der Herzzyklus mit Systole und Diastole. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.